Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. Und wir wollen unsere Fahrt mal fortsetzen. Wir stehen hier immer noch hier schön an der Autobahn rum. Kommt auch gerade keiner. Von daher sollten wir uns mal ganz schnell hier fortbewegen. Ne? Upsala, jetzt rutscht mein Lenkrad weg. Beziehungsweise mein Pedal. So. Gucken wir uns das mal an hier, ne? Ja, da war aber jetzt. So, wir fahren geradeaus weiter, ja? Ich habe noch mal so ein paar Dinge geändert am System. Aber besser geworden ist es dadurch trotzdem nicht. Naja, gut. Gewöhnen wir uns dran. Irgendwann wird es ein neues Lenkrad geben. Wir können natürlich Folgendes ausprobieren. Wir haben schon wieder das Thema Lenkrad. Ne? Fällt euch das auf? Jede Folge. Lenkrad, Lenkrad, Lenkrad. Kaputt, funktioniert nicht, hast du nicht gesehen. So, nicht lineare Lierung, Lenkung. Lass mal. Wir stellen mal die Lenkempfindlichkeit auf Mitte in diesem Fall. Probieren wir es mal, weil ich habe im Haupttreiber nochmal was umgestellt. Mal gucken, wie wir jetzt damit klarkommen. So, wie dem auch sei, wir haben noch 722 Kilometer vor uns. Lässt sich offensichtlich zweimal kalibrieren. Einmal als an den Controller-Einstellungen unter Windows und hier im Spiel selber. Die beiden vertragen sich hier nicht mehr. Nicht schön. 90 und defekte Lenkung ist doch cool. Er hat das schon. Macht spannend. So. So, wir müssen ja hier rein. Wir müssen hier links abbiegen. Mache an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Cut. Wir sehen uns gleich hier an dieser Stelle wieder. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder zurück. Ich hab mal eben was zurückgestellt. Ob das jetzt eine Wirkung zeigt, weiß ich nicht. Aber so ging das ja mit den Einstellungen gar nicht, gell? Achso. So, fahren wir mal weiter. Und sehen wir mal, wie weit wir kommen, wa? Läuft Licht an hier? Ja.
Lass mich bloß nicht rein, du Ochse. Mann, du. Unglaublich. Scheiße. Da war ich ein bisschen dicht dran, würde ich mal behaupten, wa? Aber wir haben noch alle Teile und ich hoffe, wir kriegen gleich die 600. Vom letzten 655 Kilometer noch heil an den Start. So, diese Tankstelle lassen wir mal außen vor. Die nächste werden wir dann mal nutzen. So, wer mir zum neuen Lenkrad verhelfen möchte, ich glaube, unten in der Videobeschreibung ist ein Spendenlink drin. Ich habe aber keine Ahnung, ob und wie das funktioniert. Also ich habe keinen Schimmer. Schade, das sah wirklich in der ersten Folge so gut aus, ne? Wie dem auch sei, wir sind auf jeden Fall auf der neuen Promont unterwegs und rausfliegen. Die Flugzeuge ist auch sehr schön hier im wunderschönen Berlin. So, jetzt mal wieder Kohle abdrücken, war klar. 48 Euro. Ja. So, wir fahren geradeaus weiter. Ich habe einen Unfall verursacht. Ja, ich weiß, ich habe mich verhauen hier. Der freiwillig rückwärts oder schiebe ich den jetzt gerade? So, wir müssen hier raus. Ich dachte, die Autobahn wäre hier zu Ende. Ja, so kann es gehen. Richtig schön verpeilt. Aber wir haben keinen Schaden. Wir haben schon wieder rechtswidrige Dinge getan, ne? Unglaublich. Rechtswidriges Verhalten. Müde ist er, wir brauchen einen Parkplatz. Aber woher einen nehmen, wenn nicht stehlen?
Ja, vielleicht gibt es ja im nächsten Ort ein Hotel oder so. Mal gucken, wie das dort ausschaut. Ja, Mann, hör auf zu gähnen. Was ist hier passiert? Oha. Die ist ein bisschen kaputt. Der hat nicht richtig geguckt und ist davor gewandt. Das hätte ich sein können. Ja. Und obwohl ich fast 60 FPS habe, merkt man, wie das Ganze hier so ein bisschen, ja, hängt, sag ich mal, ne? Ich habe auch schon mal den Vorschlag bekommen, ich soll auf Windows 7 zurückgehen. Das werde ich definitiv nicht tun. Ich so nutze seit, ich habe keine Ahnung, 2 Jahren Windows 10. Bin zufrieden damit, es hat immer gelaufen. Warum soll ich jetzt auf so einem Oldtimer zurückwechseln? Sorry. Zumal es nicht mal mehr supported wird, was Neuerungen großartig angeht, ja. Also Internetbrowser und solche Geschichten. Es wird ja nicht mal mehr von Microsoft supported. Nee, und ich bin ja mit Windows 10 zufrieden, das hat ja auch die ganze Zeit funktioniert. Also kein Grund hier jetzt irgendwie irgendwas zu wechseln. Noch. Halt, Moment mal. Da wäre eine Tankstelle, da müssten wir von der Bahn runter. Wir kriegen gleich erstmal wieder ein Bußgeld aufgebrummt, so sieht es nämlich aus. Kein Mensch angucken, so ehrlich. Ach, halt die Klappe. Was für eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Und wer hat das festgestellt? Der da nicht. So, wir brauchen jetzt irgendwie einen Parkplatz, Tankstelle, keine Ahnung was. Ist unglaublich. Ich werde müde, ja. Und du alle merkst, ne? Warum hältst du Eimer? Ja. Was treibt er denn? Seit wann überholt die KI?
Ja, was kann ich dafür, wenn es keinen Parkplatz gibt? Müssen wir mal ein paar hinbauen hier. Alter. Jetzt ist gerade kein Platz. Richtig Mann mit Hut oder was ist das da, du? Meine Fresse. So, da vorne ist ein Parkplatz. Wie schön. Ziehen hier nochmal rechts dran vorbei. Durchgezogene Linie überfahren darf man nicht, war mir jetzt mal gerade egal. Aber hier ist ein Parkplatz. Das ist schön. Da fahren wir jetzt parken. Guten Tag. Jetzt reingepasst hier aber auch. So, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben, freue mich über neue Abos und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.